3 ist besser als nichts. Ja, das stimmt. So, wo wollen wir die hinsetzen? Also, da wir hier schon mal unsere Wassersupply haben, können wir zumindest schon mal ein bisschen was machen. Und zwar würde ich ja fast sagen, nehmen wir den kompletten Raum da hinten. Oder? So? Für Energieraum? Ja, das können wir machen. Das ist in Ordnung. So. Also direkt unter die Wasserleitung dann die Steam Engines, oder? Warte mal kurz. Das müsste die yeah. Supplier. Da werden wir dann. Hier so die Steam Engines haben, die erste Reihe, die zweite Reihe. Willst du die da unten bauen, auf dem Boden? Warte mal. Hier wird einmal verbunden. Hier wird einmal verbunden. So. Das Wasser können wir so laufen lassen. Und hier in der Mitte ist die Stromleitung, oder? Und so ist das sozusagen, dass wir dann... Die nehmen sozusagen hier raus. Geben hier in der Mitte Strom raus. Und hier ja. geht dann raus, oder? Hier geht der Strom raus. Und dann heißt es, oder? Die Wasserleitungen gehen dann hier runter. Die Wasserleitungen hier runter. Oben drüber. Die können wir oben drüber lassen. Also alles quasi... Klar. Quasi hier so ein Verbindungsstück, das so rüber geht. Okay, gut, das versteht jetzt wahrscheinlich keiner von denen hier. Weil, dann können wir nämlich drüber auch noch eine Leitung hinbauen. Ich würde sagen, wir zeigen es einfach, oder? Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Trading mit den Dorfbewohnern ist hier unmöglich. Wieso? Keine Dorfbewohner mehr, alle Türen sind weg. Echt? Ja. Yep. Okay. Cool. Cool. Dann brauchen wir jetzt noch einen Schlüssel, einen Werkzeugschlüssel. Das müsste die Wrench sein, ne? Mhm. Wrench, so. Das nur schauen, weil wir haben Gregtech drauf, dass wir nicht die falsche Wrench haben. Ich denke, das wird die normale Wrench, die Omni-Wrench wird wahrscheinlich noch nicht funktionieren, ne? Oder und wir brauchen dann Pipes auch noch, wie gesagt, da wollen wir die Energie raustransportieren, weil sonst können wir sie nicht drehen. Ich mache jetzt einfach eine Iron Wrench aus Refined Iron. Die ist nicht schlecht und ziemlich einfach zu machen. Ja. Okay, ich brauche... Wie viel Refined Iron haben wir denn? Haben wir denn überhaupt eine Refined Iron? Nein, haben wir nicht. Dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal ein bisschen was. Kohle kommt hier rein, die Eisen hier. Gut, dann brauchen wir Energiepipes. Am liebsten wären wir eigentlich hier die Redstone Reduction Coils. Das sind, wenn ich es jetzt finden würde... Wir werden jetzt am Anfang wahrscheinlich keine haben, weil wir die Maschinen dazu noch nicht haben. Das heißt also, wir werden mit den Goldpipes anfangen müssen. Okay. So sehe ich das. Ja, zumindest. Doch, definitiv, ja. Oder waren das Energy? Wie hießen denn die Dinger? Ah ja, hier. Energy. Redstone Energy Conduit. Genau, so waren die Dinger. Wir brauchen halt dafür auch einen Liquid Transposer. Und haben wir den nicht auch schon gebaut? Mein Gott, ist das alles lange her. Ich glaube, den Liquid. Ja, den Liquid Transposer haben wir auch. Den Magma Crucible hätten wir. Ja, Pulverizer und Power Furnace muss auch unten irgendwo ran. Ja, das kriegt man dann hin. Also, ich weiß nicht, ob es dir so gefällt, aber ich hätte gesagt, die Maschinen dann können wir so hinbauen. Ja, hätte ich auch gesagt. Das wäre jetzt auch meine Plan oder? Gewesen. Dann haben wir so... Dann werde ich schon mal die Maschinen platzieren. Ja. Lass mich kurz überlegen. Ja, ich versuche dann schon mal ein bisschen Holz für uns zu farmen. Also, naja, selber nicht farmen, aber... ja, du ja. weißt, was ja, ich ja. meine. Ja, ja, ja. So, den Pulverizer will ich hier hin haben. Power Furnace brauchen wir eigentlich gerade nicht. Wobei, doch, eigentlich wäre es schon ganz nett. So, dann den Magma Transposer, Magma Crucible und dann den Liquid Transposer. So soll das Ganze ausschauen. Der Magma Crucible ist dafür da, um Magma herzustellen. Braucht man denn dann überhaupt den Magma Crucible? Ja, doch, zum Magma Crucible Redstone. Für Redstone. Redstone, genau, richtig. Also, ich sage euch mal theoretisch, wie das Ganze hier funktioniert.
Falls die ganzen mit Energie vollgepumpt sind, Pulverizer kennt ihr schon. Power Furnace ist eigentlich auch relativ klar. Ist ein Ofen, der über Strom heizt. Also braucht man keine Kohle mehr dafür. Magma Crucible macht aus bestimmten Gegenständen die flüssige Variante davon. Zum Beispiel aus Redstone in dem Fall. Glowstone, Redstone und Enderperlen. Macht er auch. Und Lava stellt er her. Und Lava, genau. So, relativ praktisch das ganze Ding. Man braucht halt ein bisschen Lava, glaube ich, dafür, gell? Muss, glaube ich, eingefüllt werden. Nee, brauchst oder? Du nicht. Brauchst du nicht. Nee, du brauchst bloß Energie da drin. Okay, na gut. Die Leiste muss halt voll werden. Die Energieleiste. Und das, ja da schon. Das hier ist der Liquid Transposer, der füllt sozusagen die flüssigen Sachen, die man durch den Macro Crucible herstellt, in bestimmte Rahmen oder in bestimmte Behälter und Formen oder wie auch immer. Genau. Und damit kann man dann wieder was anfangen. So, das Refined Iron müsste eigentlich schon mal ein bisschen was fertig sein. 20 Stück, das reicht. So. Dann haben wir schon mal eine Iron Wrench. Dann brauchen wir, jetzt muss ich mir ganz kurz anschauen, wie das da unten ausschaut. So, wenn wir hier runter... Wir brauchen Waterproof Gold Pipes noch. Das heißt, wir gehen hier raus und gehen dann hier runter. Okay. Okay, na gut. Schauen wir mal. Ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. So, wir brauchen. Oh, wir hätten hier sogar noch Ranches gehabt. Naja, scheiß drauf. Ja. Haben wir noch irgendwo Waterproof Golden Pipes? Golden Conductive Pipes hätten wir hier. Die können wir dann schon mal hernehmen, um die Energie. Du wirst am Anfang auch Wooden Conductive Pipes brauchen, solange wir noch nichts anderes haben. Ja, aber die Golden Conductive Pipes können wir ja schon mal. What the fuck, ich sehe sie. Jetzt sehe ich sie. So, dann erstmal. Für den Anfang reicht es, wenn wir sie so anschließen. Die richtig schöne Variante machen wir dann erst mit den Redstone. Ja, du musst nach oben noch gehen. Eins nach oben. Wieso? Weil die Conductive Pipes ja auch noch einen Platz brauchen. Und das Wasser, die Wasserleitungen laufen hier drüber. Also werden die Conductive Pipes hier unten sein, die wurden. Ja. Und nach oben zeigen quasi, also den Strom nach oben abgeben. Echt? Dass wir die Leitung nach oben legen, ja. Geben wir das nach oben ab, okay. Ja, weil anders sieht's scheiße aus, finde ich. Ja, ist doch vollkommen egal. Wir machen das dann eh mit den Redstone Conduction. Ja, ich weiß. Ja, hast du Holz irgendwo? Ja, wir haben doch noch Conductive Pipes hier. Die drei. Okay. Die reichen ja. Dann die Waterproof nehme ich auch mal mit. Okay. Das werden wir auch noch gleich verlinken. Verlegen, wie auch immer. Verlinken. Wir verlinken's. So, und für den Anfang reicht's, glaube ich, wenn wir es so machen. Ja, doch, definitiv. So, dann sollen. Sieht man schon, wie sich das Wasser da einfüllt? Ja, definitiv. Es geht relativ fix. Hier stirbt irgendwo ein Zombie. Ah, endlich ist es Tag, dann kann man endlich rausgehen. Ja, es ist Tag. Also schaut auf jeden Fall hell aus. Und dann brauchen wir jetzt noch Golden Conductive Pipes, ne? Wo ist Gold? Da haben wir Gold. So. Was brauchen wir für die Golden Conductive Pipes? Ganz normale Pipes mit Glas. Genau, so war das. Das müsste hoffentlich... Oh ja, das reicht locker. Alles klar, hier rennt auch noch ein einzelner Dorfbewohner irgendwo rum. Hey, mit dem können wir bestimmt was anfangen. So. What the hell?
Das passt schon so. Warum war da noch... War da noch Gummi drin? Oh, tatsächlich. Sollten mal die Öfen auch ausräumen, wenn wir da was machen. Es sind noch Netherbricks drin. Den Gummi habe ich noch drin lassen. Also der Gummi ist von mir. Den brauchte ich. Brauchst du den noch? Ja, ja. Warte dann hier. Hast du noch? Schmeiß ihn dir her. Hinter dir so. Eine Axt oder sowas hast du keine mehr? Nein. Okay. Habe ich meine anderen Hose vergessen. Tja. So. Dann verlegen wir jetzt mal ein bisschen die Energie. Oh fuck. Stirbst du? Ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich. Nee, doch nicht. Ist ja gerade wieder fliegen gelenkt. Okay. Ja. Gut, die sind angeschlossen. Das ist immer die Frage, wie soll ich ans Marat rankommen? Ja, such ein anderes Dorf. Hm. Ich glaube, es gibt noch. Ich glaube, es gibt noch ein Dorf. Ich habe zwei Dörfer markiert. Oh Gott, und das leckt so sehr. Das leckt so sehr. Ja. Musst du da schauen. Dann schaue ich, dass ich hier noch irgendwie Korn und sowas mitnehme. Mhm. Kann es sein, dass es gerade regnet? Ja. Ja. So, okay, jetzt schaut das schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir ja, wir brauchen noch Hebel dafür, dass das Ding auch läuft, dass wir es auch ein- und ausschalten können. Ich mache es jetzt einfach mal umständlich, mache drei Hebel. So, das hier. Drei Lever. Und ich kann auch schon. Soll ich hier vielleicht noch ein paar Türen hinbauen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, hier sind zwei Dorfbewohner. Kannst du machen. Ja, wer es nicht weiß, Dorfbewohner vermehren sich, je mehr Türen in diesem Dorf sind. Also wenn ihr ganz viele Dorfbewohner haben wollt, dann baut euch einen Turm voller Türen. Das funktioniert, das haben wir irgendwann mal getestet. Also das ist schon sehr cheatig. Ich will die eigentlich anders kaum haben. Und falls ihr Eisen farmen wollt, das geht natürlich auch mit Dorfbewohnern. Hä? So. Vielleicht kommen wir noch dazu und ich baue so eine Vanilla-Eisenfarm. Okay, das funktioniert. So, jetzt halt seht ihr, die Steam Engines produzieren sozusagen Strom mit der Kohle und dem Wasser, das zugeführt wird. Wie schon in der anderen Folge gesagt, ungefähr dreimal so viel Strom wie eine ganz normale Stirling Engine. Und der Strom wird jetzt hier in die verschiedenen Geräte gejagt. Der Gerät. Und dann können wir eigentlich auch schon mal anfangen, so ein bisschen den Redstone flüssig zu machen. Wenn wir was Gescheites machen können. So, das wollte ich nicht. Immer noch einen mit. So. Redstone kriegen wir später. Ja, es ist wichtig geworden. Also ich finde halt leider, beim normalen Vanilla ist der Nutzen von Redstone leider nicht ganz so hoch. Hier kann man Redstone wirklich zu einigem verarbeiten. So, hoffentlich füllst du das jetzt auch darüber. Ja, perfekt, macht er. So. Perfekto. Du gibst bitte nichts ab. Und du auch nicht. Okay. Dann hätten wir das.
Wir müssen halt nur aufpassen. Das Problem an diesen Energiepipes ist, wenn die Maschinen alle Strom haben und die Stirling Engines laufen immer weiter, dann sammelt sich die Energie und sammelt sich und sammelt sich und irgendwann explodiert es halt. Das ist bei den Redstone Conduction Coils nicht so. Und auch bei den Redstone Energy Conduits, so heißen die Dinger.